shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start, und zwar einen richtig heftigen Outfit-Glitch. Allerdings muss ich an der Stelle sagen, dieser Glitch, der hat ungefähr 3 negative Sachen und eine positive Sache. Fangen wir am besten mal mit dem Positiven an, und zwar ihr könnt selber eure eigenen gemoddeten Outfits, was ihr halt sonst von Unlock Alls oder so kennt, einfach selber kreieren und habt wirklich dann die heftigsten Outfits, wenn es natürlich so klappt, wie man sich das halt so vorstellt. Und die 3 negativen Sachen sind zum einen, es ist ein bisschen kompliziert, also es hört sich zumindest sehr kompliziert an, also wenn ich das Video jetzt so anschauen würde, würde ich denken, alles klar, da muss ich 1000 Schritte machen, da habe ich gar keinen Bock drauf und ich mache das Outfit einfach gar nicht. Aber wenn ihr das so Schritt für Schritt im Video macht, so wie ich euch das erkläre, dann ist es wirklich super einfach. Es hört sich wirklich nur kompliziert an, ist im Endeffekt aber wirklich sehr einfach und ihr müsst halt wirklich sehr viele Schritte machen. Und halt auch wirklich jeden Schritt so machen, wie ich euch das im Video zeige. Eine kleine Änderung, kann es sein, dass der Glitch wirklich schief geht. Der zweite Nachteil an dem Ganzen ist, es dauert wirklich sehr lange, das muss ich euch leider sagen. Ist aber auch gar nicht so schlimm, ihr müsst nicht die ganze Zeit an der Konsole hocken. Ihr habt dann ungefähr eine halbe Stunde Zeit, wo ihr nicht vor der Konsole hocken müsst, oder besser gesagt 20 Minuten. In der Zeit könnt ihr essen gehen, duschen gehen, spielt ein bisschen am Handy, schaut irgendwelche Videos von mir an oder lasst mir ein Like da. Irgendwas in der Art könnt ihr auf jeden Fall machen in den 20 Minuten. Stellt euch am besten einen Wecker, aber dazu komme ich später auch nochmal. Und das dritte Negative an dem Ganzen ist, ihr könnt euer Outfit nicht so erstellen, wie ihr jetzt gerade wollt. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt diese Hose, diesen Pullover, diese Maske oder so, das funktioniert nicht, sondern es ist ein bisschen zufallabhängig. Es gibt zwar eine kleine Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu beeinflussen, aber das ist wirklich sehr kompliziert. Und wenn ich das euch in diesem Video auch noch zeigen würde, dann würde das Video wahrscheinlich 30 Minuten gehen, das möchte ich verhindern. Deswegen zeige ich euch den Glitch und vielleicht werde ich die Tage nochmal ein Video hochladen, wo ihr eure Chancen erhöht, das Outfit zu bekommen, worauf ihr halt am meisten Bock habt. Aber jetzt haben wir lang genug um den heißen Brei herumgeredet. Wir fangen jetzt gleich mal an, was ihr dazu machen müsst. Und zwar als allererstes müsst ihr in eine Online-Sitzung reingehen. Spielt auch gar keine Rolle, in welche Sitzung. Es kann auch eine geschlossene Freundesitzung sein. Dann seid ihr alleine und seid auf jeden Fall, ungestört. Da kann euch keiner abfacken oder sowas in der Art. So, ihr müsst dann halt mit dem Fahrzeug, wo ihr das Zeitrennen starten könnt, dort in den Kreis reinfahren. Also ihr könnt auch davor schon stehen bleiben, ist egal. Ganz wichtig ist, es spielt zwar keine Rolle, was für ein Outfit ihr habt, aber ihr müsst auf jeden Fall über das Inventar den Fallschirm anzeigen auf einstellen, sodass man halt den Fallschirm sieht, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Danach geht ihr in euer Fahrzeug rein, startet das Zeitrennen mit Steuerkreuz nach rechts und geht dann unten über das Rad auf irgendeinen Story-Charakter. Ich würde euch empfehlen, das Ganze mit Franklin zu machen, weil ich dort weiß, dass es zu 100% funktioniert. In der Story angekommen, geht ihr einfach über das Interaktionsmenü in den Director Mode. Dort angekommen, geht ihr dann unter Favoriten und schaut, dass ihr einfach dort gar keine Favoriten drin habt. Ihr müsst wirklich die kompletten Favoriten entfernen und anschließend geht ihr dann über die Akteure, geht auf Tiere und wählt dort ein Tier aus. Ich würde euch wirklich empfehlen, macht es am besten mit der Krähe und die Krähe müsst ihr halt dann mit Dreieck in die Favoriten reinhauen. Anschließend geht ihr dann zurück auf Online-Charaktere und wählt euren Online-Charakter aus und favorisiert den auch mit Dreieck, sodass einfach unter euren Favoriten nur noch diese Krähe und euer Online-Charakter ist. Danach geht ihr wieder ganz normal über das Interaktionsmenü links oben einfach auf direkter Mode verlassen und dann landet ihr wieder in der Story mit Franklin. Ob dieser Schritt jetzt wirklich gemacht werden muss, kann ich euch leider an der Stelle gar nicht sagen. Ich würde euch empfehlen, macht es einfach, dann seid ihr auf der sicheren Seite und ihr wisst, dass es funktioniert. Wenn ihr dann mit Franklin hier unterwegs seid, dann müsst ihr wieder über das Interaktionsmenü den Director Mode betreten, beziehungsweise den Regisseurmodus halt. Dort angekommen, geht ihr dann auf Favoriten und müsst dann einfach nur mit dem Steuerkreuz oder mit dem linken Stick nach oben drücken oder nach unten, je nachdem. Und dann seht ihr schon, dass die Kamera die ganze Zeit zwischen der Krähe und dem Online-Charakter bei euch immer so hin und her switcht. Und beim zweiten Mal seht ihr dann plötzlich, dass so eine zweite Krähe erscheint, dann geht ihr wieder zum Online-Charakter zurück, dann geht ihr wieder zur Krähe, dann kommt die dritte Krähe und so weiter. Und ihr müsst es wirklich so lange machen, bis gefühlt over 9000 Krähen dort sind. Dann backt das Spiel übelst rum. Und das dauert wirklich, wenn ihr das gedrückt haltet, also das Steuerkreuz oder den linken Stick, dauert es zwischen 22 und 30 Minuten. Deswegen würde ich euch empfehlen, euren Controller mit einem Gummiband, also den linken Stick, zu fixieren, dass der immer nach oben geht, so bam, 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 immer hin und her wechselt. Dann habt ihr ungefähr 20 Minuten Zeit, irgendetwas anderes zu machen. Also ihr müsst jetzt nicht vor der Konsole sitzen. Ich würde euch empfehlen, wirklich einen Wecker zu stellen, weil wenn zu viele Krähen kommt, also wenn das Spiel dann zu sehr rumspackt, kann es auch sein, dass es dann dadurch nicht funktioniert, was einfach
zu belastet ist. Deswegen wartet einfach 20 Minuten, macht irgendwas anderes, stellt euer Wecker, sobald er klingelt, hockt ihr euch vor eure Konsole. Und sobald euer Online-Charakter auf dem Heuballen einmal erscheint, müsst ihr relativ schnell, also ich habe jetzt keinen Stress oder so, aber dann solltet ihr so langsam das Gummiband wieder von eurem Controller entfernen und dann einfach wieder auf den Online-Charakter klicken, dass der Trailer quasi angezeigt wird. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann zu 99% ist euer Charakter dort nicht sichtbar. Danach geht ihr aus den Favoriten raus und geht dann wieder auf Akteure und geht dann auf Strandliebhaber. Danach erscheint euer Charakter, dann könnt ihr mal nach unten oder nach oben scrollen. Wenn sich dort kein Charakter ändert und ihr immer nur euren Online-Charakter seht, dann habt ihr alles richtig gemacht. Ich würde euch empfehlen, zu dem ersten Charakter zu gehen, weil ich dort weiß, dass es auch zu 100% funktioniert. Spielt aber auch gar keine Rolle, ihr könnt auch jeden anderen Charakter nehmen. Und jetzt könnt ihr einfach mit Viereck die ganze Zeit das Ansehen von dem Charakter auswählen. Und auf einmal seht ihr so, boah, voll die geilen bosshaften Outfits und wo ihr denkt, hey, ich möchte die fast alle haben. Und das ist wirklich krass. Also ihr könnt zwar leider nicht alle Charaktere oder Outfits dort rausglitschen, die halt dort angezeigt werden, sondern ihr könnt nur ganz spezielle Charaktere bzw. Outfits dort rausglitschen. Und zwar nur diese Outfits, wo eine Weihnachtsmaske drauf ist, die ihr bis jetzt noch nicht gekauft habt. Also das heißt, wenn ihr wirklich alle Weihnachtsmasken, die jemals rausgekommen sind, gekauft habt, dann funktioniert der Glitch leider bei euch nicht. Ich weiß, dass ich die letzten auf jeden Fall nicht gekauft habe, deswegen suche ich jetzt so lange nach einem Outfit mit so einer Maske drauf und es mir halt gefällt. Und es kann halt unter Umständen schon ein paar Minuten dauern, aber ist ja egal, ihr könnt euch da die geilen Outfits mal anschauen. Ist richtig geil, was da zum Teil möglich ist. Und sobald halt irgendein tolles Outfit habt mit einer Weihnachtsmaske, die ihr halt bisher noch nicht gekauft habt, dann könnt ihr die mal unter Favoriten speichern, also auch mit Dreieck. Und könnt dann einfach weitersuchen, bis euch vielleicht noch ein besseres Outfit unter die Finger kommt, wo euch noch besser gefällt. Sucht am besten so 3-4 Outfits aus, geht danach, wenn ihr dann denkt, okay, ich habe jetzt mal genug, geht ihr dann zurück unter Favoriten und dort werden dann auch die 4 Outfits angezeigt und dann könnt ihr euch nochmal entscheiden, okay, welches möchte ich denn jetzt haben. Wenn ihr euch dann für eins entschieden habt, dann wählt ihr das Ganze mal aus und dann landet ihr einfach ganz mal im Regisseurmodus, im freien Modus quasi von der Karte halt. Dort müsst ihr ein paar Minuten verbringen, ich würde euch empfehlen, so 1-2 Minuten dort ein bisschen rumzulaufen, rumzustehen, irgendwas halt zu machen. Und ihr könnt auch einmal die Location wechseln. Ich würde euch empfehlen, zum Airport einmal zu porten. Einfach nur, dass das Spiel das so ein bisschen speichert, hey, das ist jetzt gerade aktiv. Wenn ihr das dann habt, so 2-3 Minuten gewartet habt und auch mal vielleicht die Location gewechselt habt zum Airport, dann geht ihr einfach über das Steuerrad auf Regisseurmodus verlassen, beziehungsweise auf den Story-Charakter. Dadurch verlasst ihr den Regisseurmodus sowieso automatisch. Und dann seht ihr schon, dass ihr in der Story mit diesem Outfit seid, was richtig geil ist auf jeden Fall. Ich würde gerne mal ein paar Missionen mit dem Outfit spielen, aber ich glaube, dann geht der Glitch nicht. Oder ich denke, bei der ersten Cutscene ist das Outfit wahrscheinlich weg. Aber werde ich mal die Tage mal probieren und mal gucken, ob man das vielleicht sogar speichern kann oder so. Ja, mal schauen. Egal, wenn ihr das dann habt, dann geht ihr auf Start online und dann könnt ihr auf geschlossene Sitzung oder sowas beitreten. Spielt, glaube ich, erstmal gar keine Rolle, wo ihr beitretet. Ich würde euch eine geschlossene Sitzung empfehlen. Das habe ich immer gemacht, es hat immer funktioniert, deswegen macht das am besten auch. Danach, sobald ihr dann im Online-Modus fast angekommen seid, könnt ihr einmal euren Charakter sehen. Danach bekommt ihr eine Fehlermeldung. Ist doch gar nicht so schlimm, wenn es kommt, wisst ihr, okay, bis jetzt hat der Glitch funktioniert. Danach müsst ihr einfach das Ganze mit X bestätigen und landet dann wieder in der Story, meistens mit Michael. Danach müsst ihr wieder über das Charakterrad rechts unten auf euren Online-Charakter gehen, damit ihr im GTA Online betretet. Und wenn dann alles richtig funktioniert hat und der Glitch schon nicht gepatcht wurde, leider muss ich euch dann an der Stelle sagen, dass die Weihnachtsmaske dann wieder verschwindet. Ist aber auch gar nicht so schlimm, weil das Outfit bleibt ja bestehen. Die unsichtbaren Körperteile, die werden wahrscheinlich, wenn sie jetzt irgendwie geblacklistet sind oder gepatcht worden sind, die werden wieder auftauchen. Aber es gibt ja noch unsichtbare Körperteile, die bleiben dann auch bestehen. Müsst halt ewig lang suchen, bis ihr halt irgendein Outfit habt, wo unsichtbare Körperteile so dran sind. Und dann könnt ihr das auch rausglitschen. Bei dem Outfit ist noch wichtig zu sagen, ich habe das Ganze dann im Klamottengeschäft mal ausprobiert. Speichert es auf jeden Fall. Speichert es mehrmals, so 2, 3, 4, 5 Mal oder so. Denkt mal, einmal wird es reichen. Macht es öfters, bei mir hat es funktioniert. Und dann könnt ihr noch ein paar Sachen ändern an dem Outfit. Ihr könnt euch eine Maske aufziehen, ihr könnt einen Hut aufziehen, ihr könnt noch einen Helm aufziehen. Macht es aber erst, nachdem ihr das Outfit gespeichert habt. Weil wenn es dann weg ist, dann müsst ihr das Ganze nochmal neu machen. Und es wäre natürlich schade um die Zeit. Einen Schal würde ich euch nicht empfehlen anzuziehen, weil ein Schal, der fixt das Ganze meistens. Also sobald ihr einen Schal oder so halt so ein Halstuch anzieht, dann ist es meistens weg, das Outfit. Aber es ist nicht schlimm, wenn ihr es gespeichert habt, könnt ihr mal ein bisschen rumprobieren, was man im Outfit alles ändern kann. Hose, T-Shirt und sowas kann man nicht ändern, dann verschwindet das Outfit auch automatisch. Aber ihr könnt zum Beispiel mit dem Outfit auf jeden Fall diesen Hut, Brille, Maske, alles gleichzeitig glitch machen und könnt dann dadurch wirklich ein richtig geiles Outfit noch kreieren. Aber ihr dürft halt nur Sachen anziehen, wo halt nicht andere Klamottenteile wieder normal fixt oder patcht oder verschwinden lässt, sodass ihr wieder so Penner-Klamotten habt. Ja,
Das war es auf jeden Fall mit dem Video oder mit dem Glitch. Ich hoffe natürlich, dass es nicht zu kompliziert war, wenn ihr das 1:1 nachmacht. Also wirklich, wenn es euch alles zu schnell ging oder so, dann macht es einfach, schaut euch das Video an, spielt es nach, drückt das Video auf Pause, wartet, bis ihr die Stelle gemacht habt oder das gemacht habt, was ich euch im Video erzählt habe. Macht einfach das völlig gechillt, so Schritt für Schritt, so wie ich das euch erzähle. Und danach wird es auch zu 100% funktionieren. Falls es nicht gepatcht ist, ich weiß ja nicht, wenn ihr das Video anschaut. Wenn ihr es in einem halben Jahr erst anschaut, dann wird es auf jeden Fall safe gepatcht sein. Aber ich denke mal, vor dem Casino DLC wird da nichts gepatcht werden. Und somit könnt ihr wirklich krasse Outfits erstellen. Und deswegen mit dieser Version klappt es wirklich zu 100%, beziehungsweise bei mir hat es zu 100% geklappt. Ich hoffe natürlich, dass es bei euch auch so ist. Wenn nicht, dann schaut das Video einfach bitte nochmal an. Macht es wirklich Schritt für Schritt, wie ich es euch sage. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Glück. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns spätestens beim Casino-DLC oder am Wochenende. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao, euer Zen. That material is imported.